Hallöchen und ein scharnurzliches Willkommen zurück bei Stardew Valley Expanded. Morgen ist es soweit. Ach, Vadim, ich habe letztens eine Feldstudie durchgeführt und dieses Exemplar entdeckt. Ja, danke schön. Das ist aber sehr nett. Das ist aber sehr nett. Oh, ich habe ja auch noch die Fenster auf, merke ich gerade. Hoppla. Wie man wahrscheinlich auch gerade hört. Schalala, schalala. So, das war wahrscheinlich irgendwo beim Angeln unten. Das sind die Fische. Wo haben wir die Muscheln? Muscheln, da. Die Mahuscheln. So, heute geht's wieder in Lumine ein bisschen Uranium sammeln. Guten Morgen. Heute besucht Apples guter Freund Stadt. Guter Freund Stadt. Ist jetzt unsere Stadt gemeint oder ist sein Dörfchen gemeint? Ich weiß es nicht. So, sie ist immer noch am Bauen. Das heißt, wir haben noch einen Tag Zeit. So, was lasse ich denn hier? Ich brauche das Wasser nicht. Dich brauche ich nicht. Das nicht, das nicht. Die drei, weil in diesem Special-Ding gibt es ja auch den Wald. Und ja. Geschafft. ich weiß jetzt leider gar nicht. Ich hätte vielleicht mal schauen müssen. Ich hätte vielleicht mal gucken müssen, ab wann, ab wo das Uran... Okay, sind die schon immer so explodiert? Ich glaube schon. Ist ja interessant. Die explodieren. Steht das auf dem Ding mit drauf? Kreuzritter. Ach, das ist bestimmt der Kreuzritter oder so. Ich hab das, ich sag, ich hab das alles überhaupt nicht mehr im Kopf. Überhaupt nicht mehr. Tja, Schnuckis, das ist doof, wenn man mir als Schleimse keinen Schaden mehr macht, ne? Aber auch so nicht mehr. Ich habe den Schaden ja immer noch ausgeschaltet. Nein! Da oben war noch ein Uran. Dankeschön, dass der in dem Moment dieses Ding gefunden, das Loch gefunden hat und da einfach reinmarschiert ist. Na! Oh, da ist viel Uran. Wir brauchen das ganz dringend. Oh, guck mal. Noch arme Knubbelchen. Upsi, Entschuldigung. Mit der Spitzhacke verprügeln ist auch eine Idee. La 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 la. La 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 la. So, einmal grob gucken, ob irgendwas Interessantes dabei ist. Ja, da sind jetzt aber viele Leitern. Ja gut, ich hatte das für heute ja, glaube ich, auch eingestellt, ne? Dass extra viele Leitern kommen. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wie viel Kupfer und Co. ich habe. Deswegen, ich nehme einfach mal in der Hinsicht alles mit. Da oben ist nichts. Den lassen wir leben. Unseren Schleimi-Ring haben wir ja eh.
Wegen einfach nur einmal durchlaufen und gucken, ob irgendwo Uran liegt. Sag mal, ist das eine Schmiedeschürze, was ich eigentlich anhab? Sieht aus wie ein Metzger oder so. Cowboy-Poncho. Ich bin ein Cowboy. Mit jede Menge Cows und Boys. Hallo. Oh, jede Menge Geld. Geil. Oh, hallo. La 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 la. La 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 la. Na, da Hunde. Upsi. Alter, wie viele Wege nach unten einfach. Übertrieben. Ups. So, dich nehme ich auch noch mit. Wenn du schon die Dreistigkeit besitzt, hierher zu kommen. Klatschbumm. Oh, ein Diamant. Na. La 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 la. La 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 la. Kohle. Mensch, dass du auch endlich kommst. Du hast lange auf dich warten lassen, Kumpel. Ich mag diese Musik so sehr, die hier unten in diesen Höhlen ist. Dum, dum, dum. Rum, pom, pom. Ach, da kommt wieder irgendwo ein... Oh, ein Goldbarren. Da oben ist nichts. Ist da unten noch was? Auch nicht. Okay, dann können wir weiter. Ich bin ja eigentlich nur da, um ein bisschen nach Uran zu gucken.
La, 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 la. Hier ist auch nichts. Da ist auch nichts. Oh, eine Bahumbe. Nix. Du di du du da 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 di. Bots. Ach, ich lieb's. Aber auch nur, wenn ich hier nicht sterben kann. Ansonsten laufe ich hier nicht so lockerflockig durch die Gegend. Was war denn hier? Ach, radioaktives Erz heißt das, nicht Uran. Nicht Uran. Oh, kann ich irgendwas weg? Ach ja, guck mal, können wir eigentlich mal hier gucken. Nom, 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 nom. Gibt ja irgendwie Glück oder sowas, ne? Irgendwie sowas in der Richtung. La 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 la. Oh, da haben wir einen Schattern. Oh, da hat ein Iridiumring dabei. Blululululul. Iridium. Ach, guck mal, ich habe hier eine Gigabombe. Die kriegt ihr. Bitteschön. Hab ich ihn jetzt? Ja. Ich weiß nicht, warum ich den mitnehmen möchte, aber ich bilde mir immer ein, dass der viel wert ist. Kohle! Und da oben ist auch wieder Erz. Juhu! Also müssen wir tatsächlich immer von Anfang an hier runter. Weil halt das von Anfang an dabei sein kann. Achso, das war bestimmt Holz irgendwie. Oh, ein wülziger Aal. Gönnung. Aua. Da kann man ein bisschen schneller laufen. Ich hasse diese Kringelgänge so sehr. Habe ich das schon mal erwähnt? Bum, 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 bum. Jetzt treff doch mal. Ja, nichts sonderlich Wertvolles, oder? Warte mal. Was könnte man denn mal da lassen? Ich glaube, die können wir mal da lassen. Das können wir da lassen. Iridium kriegen wir jeden Tag. Bomben brauchen wir nicht unbedingt. Ja, ne, wenn man einmal diese,
die ganze Zeit ploppen nach fast so gut wie allen Monstern diese Leitern auf, aber wenn man sie dann mal innen drin in diesem Kringelgang gebrauchen kann, passiert gar nichts, weißt du? Das ist so typisch einfach. Es ist so typisch. Jetzt müssen wir natürlich wieder komplett zurücklaufen, dass wir hier weiterkommen. Oh Gott. Lass mich doch mal meine Nase jucken. Pium. Frechheit. Nase, Nase. Nase, Nase. Was ist das? Minus Angriff. Hier wird nicht gepupst. Ja, perfekt. Der hat die weggeballert. Rum, schum, 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 schum. Hier ist gar nichts. Ich mag diese Ebenen, wo relativ klein sind und man direkt zu Beginn schon sehen kann, ob da irgendwas liegt oder nicht. Das finde ich immer ganz cool, weil so da kommt man schnell durch. Ja, die Samen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Du da, du, du, di, du, du, du. Oh, das schnelle Rennen ist auch geil. Ich lieb's. Weg. Na, hier ist ja gar nichts los. Ein Fragezeichen. Da. Oh, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir manuell nach dem Zugang suchen müssen. Prügel die Viecher mit dem radioaktiven Erz kaputt. Tolle Idee. Ne, da ist nix. So, mal kurz auf der anderen Seite gucken. Der ist wieder nackig. Das arme Haschel. Du, 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 du. Alter. Das ist eine sehr üble Ebene, weil auch diese Tintenfische halt eigentlich sehr übel sind. Ich glaube, es fehlt immer noch eins. Was ist das denn? Orangenes Schleifenhemd. Ach so, das ist ein Hemd. Ich dachte gerade schon.
Was könnte ich... Ach, das da. Aber es sind doch noch... Ist doch noch irgendwo einer, oder? Oder hat's Flomp gemacht? Nee. Flimp, Flamp, Flomp. Ach, da. Oh, 1000, Alter. Wow. Wow. So, wir gehen noch 100 bis 30 und dann würde ich auch sagen, lassen wir es gut sein vorerst. Dann müssten wir eigentlich die erste Ebene durchgearbeitet haben. Oh, der Alter, der hat aber auch echt viele fallen lassen. Krass. Nein, da ist kein Dingens. Frechheit. Yay. So, damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.